then I'll press record. And it says I can record. It says we have 6 seconds. So, who is going to start? Me. Yeah. Na, dann einen wunderschönen guten Abend, beziehungsweise wer auch immer das guckt, womöglich schon guten Morgen. Wir haben heute ein bisschen technische Probleme gehabt. Die Sendung ist diesmal nicht live, aber es wird trotzdem eine gute, denke ich. Heute zu Gast zwei Mitarbeiter von Perspektiven e.V., ein Verein in Oberursel, Steinbach, Königstein. Die Susanne Möller, was für Leiterin, pädagogische Leiterin bei Perspektiven e.V. Und der Mustafa Korkmaz, zum einen Therapeut, Ergotherapeut und zum anderen hast du sehr viel mit Traumapädagogik zu tun, mit Traumaberatung zu tun. Richtig. Erzählt mir doch mal mit. Ach, na, erstmal noch guten Tag, lieber Michael. Ja. Hast du gleich eine Frage? Nein, ich habe nur. Ja, wir haben euch ja eingeladen. Ihr wisst, Hintergrund ist, dass wir eigentlich jetzt auch nächste Woche Samstag wieder eine Kundgebung machen, dass wir uns ein bisschen beschäftigen wollen mit den Belastungen durch die Pandemie und wie die insbesondere jetzt bei ohnehin schon Menschen, denen es nicht gut geht, ankommt, ja. Und ich finde es toll, dass ihr da seid. Unsere beiden Vereine haben ja auch, oder Leute, die in unseren beiden Vereinen arbeiten, haben ja auch miteinander immer wieder zu tun. Ja, und ich finde es toll, dass ihr gekommen seid, auch so kurzfristig, und bin gespannt. Das bin ich auch. Aber trotzdem erstmal Perspektiven e.V. Ich glaube, ihr seid jetzt seit 12 Jahren in Oberursel. Ja. Habt ihr gesagt, seit 2010. Aber ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich den Verein kennen. Auch wenn ihr mitten in der Stadt sitzt, Albertusstraße. Ja. Vielleicht sagst du mal 3 Sätze zu Perspektiven e.V. Ja. Also unseren Verein gibt es seit 35 Jahren und wir sind entstanden quasi aus der Klinik Waldkrankenhaus Köppern. Damals gab es eine Psychiatriereform und damals wurde eben versucht, damals waren Menschen ja sehr lange verwahrt in den Kliniken, in den psychiatrischen Kliniken, und das wollte man aufbrechen. Das war eine Bewegung, die kam von Italien aus und hat sich dann ausgebreitet und eben dann wurde... Da sind so Wohngruppen dann entstanden. Wohngruppen, oder? Ambulant, also einfach die Leute sind wieder raus aus den Kliniken, haben bei ihren Familien gelebt oder alleine gelebt und brauchten dann aber eine Versorgung zu Hause oder auch tagsüber. Und so sind viele Vereine flächendeckend entstanden und wir sind eben vom ärztlichen Leiter im Waldkrankenhaus damals gegründet worden. Wer war das? Es war der Arthur Diethelm mit anderen Mitarbeitern auch aus dem Waldkrankenhaus. So sind wir entstanden, zunächst für suchtkranke Menschen, wurde dann auch eine WG eröffnet und dann gab es auch eine Tagesstätte und eben eine ambulante Versorgung und das hat sich dann immer mehr ausgeweitet. Ihr wart erst in Obernheim, gell? In Obernheim, genau. Habe ich vorhin mitbekommen. Genau, dann sind wir 96, sind wir nach Königstein mit dem Hauptsitz. Und jetzt sind wir eben in mehreren Standorten im Hochtaunuskreis und haben auch in Frankfurt betreutes Wohnen. Ja. In Frankfurt auch noch. Mhm. Wenn ihr in Oberursel, wie viele Klienten oder nennt ihr sie Patienten? Wir nennen sie Klienten. Ja, wie viele Klienten betreut ihr in Oberursel? Also wir haben da die Tagesstätte, das sind 22 Menschen, die eigentlich jeden Werktag kommen und da ihren Tag verbringen. Dann haben wir eben 3 Beratungsstellen, da kommen Leute nach Terminvereinbarung, kann man jetzt nicht so sagen. Ich würde sagen, kommen vielleicht 10 Leute auf die Tagesstätten verteilt. Und dann haben wir eben das ambulant betreute Wohnen. Da besuchen wir die Leute entweder zu Hause oder sie kommen zu uns
Oder jetzt während der Pandemie sind wir auch viel rausgegangen mit den Menschen. Ne? Weil, also rausgegangen, spazieren gegangen. Ja, genau, ja, genau. Wir haben auch zwei Gärten angemietet, um das ein bisschen zu kompensieren. Da sind wir aber noch im Prozess, bis die mal so weit sind, dass man die gut nutzen kann für unsere Zwecke. Das haben wir ein bisschen unterschätzt, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Also, dass man sich da treffen kann, auch bei Schlechtwetter, dass da eine Toilette ist, dass da ein begehbarer Weg ist und so. Ja, das sind wir. Wie finanziert sich Perspektiven e.V.? Das sind also, unser Hauptkostenträger ist der Landeswohlfahrtsverband, der unsere Leistungen eben, wir beantragen die oder unsere Klienten beantragen die und dann wird es bewilligt und dann daraus. Also, wie viele MitarbeiterInnen seid ihr? Insgesamt sind wir plus 70 plus. Hier in Oberursel? Nee. Nein, insgesamt. Alle drei, also ja, in Oberursel würde ich mal sagen, alles in allem. Da ist auch noch in der Adenauer Allee haben wir noch einen Integrationsfachdienst. Da haben wir noch ein Projekt Perspektiven für Kinder, psychisch kranke Eltern. In Oberursel würde ich sagen, sind wir 30 Leute insgesamt. Es sitzt auch noch die Verwaltung, vielleicht etwas mehr. Kann man das trennen, wie viele Klienten ihr tatsächlich betreut in Oberursel oder insgesamt, kann man das sagen? Ja, also das ist schwierig zu sagen. Unsere Klienten wohnen ja im ganzen Hochtaunuskreis. Mhm. Also, ne? Und also kann man nicht auf einen Ort, ja, irgendwie. Ja, genau. Also ist schon deutlich, ist schon, dass viele aus Oberursel kommen, ne? Weil wir da einfach auch unseren Hauptsitz haben. Aber es kommen auch Klienten aus Usingen und Merzhausen und Glashütten, ja. Mustafa, du hast ja ein Schwerpunktthema auch mit Geflüchteten, wenn ich das richtig sehe. Ja. Gibt es da eigentlich spezifische Unterschiede in den Problematiken? Oder ist es einfach nur ein sprachliches Problem? Oder? Nein. Erstens, die Flüchtlinge, die können nicht zum Sozialrechtsstätte, da brauchen sie einen anderen Aufenthaltstitel. Da kann nicht jeder, da brauchen sie eine richtige Diagnose vom Psychiater, von Fachmenschen, das muss bewiesen sein, damit es überhaupt wir zur Tagesstätte aufnehmen können. Kommt gar nicht in Frage. Aus diesem Not ist auch Astra mehr oder weniger entstanden. Wo sollten die Leute hin? Weil wir haben immer in der Presse gelesen, fast 70% der Geflüchteten sind traumatisiert auf gewisse Art und Weise. Ne? Was passiert mit den Therapie? Traumatherapie ist Mangelware. An für sich ist Traumatherapie neu in Deutschland, muss noch entwickelt werden. Und die Menschen versorgen, so Geflüchtete versorgen, das ist knapp nach wie vor. Es gab keine Anlaufstelle, es gab keine Beratung. Die wissen gar nicht, wo sie hin müssen eigentlich, wo sie hingehen können. Also sie kommen mit uninformiert, mit Unkenntnissen zu uns. Und da schauen wir halt so. Wir versuchen halt zu verstehen, was das Problem ist. Wenn wir der Meinung sind, okay, das sind Folgestörungen von Trauma, dann nehmen wir Kontakt mit Psychiatern, terminieren wir sie und begleiten dahin, damit sie wenigstens medikamentös stabilisiert werden. Wir versuchen sie auch mit unseren Beratungen und Gesprächen zu stabilisieren. Aber so richtige Therapie findet nicht statt, gibt es nicht. Also muttersprachlich gibt es nicht. Auch an für sich, Traumatherapie ist, man muss sehr, sehr, sehr lange warten, bis man irgendjemanden findet da. Und ihr habt jetzt aber dieses Angebot, dass ihr traumatisierte Geflüchtete betreut. Ja, und begleiten können, und begleiten, wo sie hin müssen etc. Wenigstens medikamentöse Therapie etc. Das alles können wir machen. Und es gelingt uns auch oft, ohne diese tiefgehende Therapie etc. sie zu stabilisieren. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ob eine echte langfristige Traumatherapie gefunden werden kann etc. Aber es ist schwer, es ist sehr schwer. Also, und dafür habt ihr Astra gegründet, habe ich das gerade richtig? Asyl und Trauma. Und es ist ja so, wenn Flüchtlinge kommen, sind sie ja erstmal Asylsuchende, ne? Und dann sind sie
dem Asylbewerberleistungsgesetz, so heißt es, zugeordnet. Ja. Und dann steht die normale gesundheitliche Versorgung nicht zur Verfügung. Ja, also die können nicht zum Arzt, im Grunde nur, wenn es wirklich sehr bedrohlich ist oder Therapie oder das, was wir anbieten, steht ihnen nicht zur Verfügung. Was einem normalen Bürger hier in Deutschland zur Verfügung steht, steht ihnen nicht zur Verfügung. Und deshalb ist da so eine Versorgungslücke. Ja, und die Menschen kommen an, die sind beladen mit ihren ganzen Erfahrungen. Ne? Es hat ja immer einen Grund, dass sie flüchten. Dann diese ganze Fluchterfahrung, da gibt es ja auch schreckliche Erlebnisse. Und da haben wir eben festgestellt, dass es unheimlich viel bringt, wenn jemand mal Zeit hat für sie und zuhört und sie als Individuum wahrnimmt. Das war am Anfang, als die Flüchtlingswelle kam, also schon ein großes Geschenk für jemanden, der hier ankam. Wenn jemand mal wirklich Zeit hatte, ist auf ehrenamtlicher Basis natürlich ganz viel passiert. Aber wenn dann eben ein richtig massives Trauma da ist, ist es auch wichtig, nach einer Methode vorzugehen. Und das haben wir dann eben entwickelt. Und über Aktion Mensch und die Flughafenstiftung Rhein-Main haben wir dann eben auch die Mittel gekriegt, dass wir dann Ende 2018 starten konnten mit dem Projekt. Und da sind wir wirklich sehr, sehr froh. Wie viele Klienten habt ihr da? Das waren schon, also die ersten 3,5 Jahre haben wir eben ein bisschen mehr Personal einsetzen können von dem Budget, das wir bekommen haben. Da haben wir eine gute ganze Stelle insgesamt verteilt auf 3 Mitarbeiter. Also mehr Personal heißt eine Stelle. Ja, genau. Okay. Aber das war also auch eine gute Entscheidung, dass man da eine Person, nicht eine Person, sondern 3 Personen, ja. Weil 3 machen ja auch jeweils immer ein bisschen mehr. Die machen mehr und haben schon mal 2 Geschlechter. Ja. Und es ist eine sehr belastende Arbeit. Das hat sich dann einfach auf mehr Schultern verteilt und jeder hat so seinen Schwerpunkt. Wie viel Geflüchtete sind das dann? Also das waren so, ich würde sagen, 120 Menschen im Jahr. Die schon eine ganze Menge, oder? Schon eine ganze Menge. Ja, es ist ganz, und die Nachfrage ist nach wie vor ziemlich hoch. Ich meine, es ist eigentlich einfach das, was wir ja machen, aber es ist sehr, sehr notwendig auch. Zum Beispiel die Leute, oft fehlen das Verständnis für psychische Erkrankungen. Ja. Man ist krank, wenn man körperlich, somatisch irgendwie nicht mehr funktioniert, dann ist man krank. Also ich habe die Erfahrung, ich musste oft dem Klienten erzählen, dass es normal ist, dass der im Moment nicht sich konzentrieren kann, nicht irgendwie seinen, dass er nicht mehr merken kann, Merkfähigkeit. Ja. Ne? Also diese Folgestörung, der Trauma, wenn das sich chronifiziert, mehrere Monate, ja, nicht thematisiert wird und die Klienten wissen nicht, was sie haben, das ist sehr, hat dramatische Folgen. Und da beginnen wir und versuchen, ich verstehe dich, es ist normal, es ist keine Krankheit, Trauma. Und wie lange betreut ihr die dann? Das ist sehr unterschiedlich. Bei manchen ist schon ein Gespräch hilfreich, manche haben wir jetzt begleiten wir über Jahre und manche kommen eine Weile allein zurecht und kommen dann wieder. Also das ist eine ganz breite Palette. Aber das ist vielleicht auch noch interessant. Es ist ein Tabu in vielen Ländern, einfach seelische Probleme zu haben. Ja. Also war das mit dem... Das wird ja selbst in Deutschland gerne. Ja, genau. Und das ist übersehen. Richtig. Ja. Das ist ein Tabuthema. Und deshalb kamen die Leute häufig über die Flüchtlingsunterkünfte, über die Sozialarbeiter dann zu uns, zum Beispiel mit Schlafstörungen. Also das war so quasi okay, Schlafstörungen zu haben, und das haben auch fast alle traumatisierten Menschen. Ne? Das unabhängig auch von Geflüchteten auch. Ja, ja, das ist nicht ein typisch, normal, also wenn genau, Deutsch, es gibt in Deutschland auch sehr viele traumatisierte Menschen, und viele unserer chronisch psychisch kranken Menschen haben einfach auch ein Trauma erlebt und sind deshalb psychisch krank geworden. Und wir wären auch psychisch krank geworden, wahrscheinlich, wenn wir sowas erlebt hätten, was viele von unseren Klienten erlebt haben. Ja. Also
Trauma ist in unserem Job ein großes, großes Thema, nicht nur bei geflüchteten Menschen. Was sind denn Traumaerlebnisse für Nicht-Geflüchtete? Ja, also oft oder je früher Traumata passieren, umso schädlicher sind sie, wenn in der frühen Kindheit keine feste Bindung möglich ist oder Gewalterlebnisse geschehen oder auch vielleicht ein Elternteil stirbt. Ne? Also erschütternde Ereignisse können Traumata auslösen. Mhm. Und je früher das passiert, umso unbewusster passiert es auch. Ne? Und umso schwieriger ist es dann für das Kind eben, das Urvertrauen ist verletzt. Ne? Und dann vertrauensvoll in Beziehungen zu gehen, ist dann eben schwierig. Ja? Oder es gibt viele unserer Klienten haben eben auch sexuellen Missbrauch erlebt. Das ist oft sehr im Dunkeln, ja, aber ist häufig der Fall. Und das ist eben auch ein massives Trauma. Kommt und jetzt das zum Glück im Moment ein bisschen mehr ans Licht der Öffentlichkeit. Richtig, jetzt nicht richtig. Nur in der, nicht nur in der Kirche, sondern auch sonst hoffe ich, dass es kommt. Aber ja. Was ist denn jetzt eure Erfahrung in den letzten Jahren? Wenn ihr sagt, seit 2012 versucht man mit der Psychiatriereform anders umzugehen, das stärker in den Alltag zu holen, das, ist es das besser? Ist schon früher passiert, das ist schon Ende der 80er Jahre passiert. Ja, dass die Leute einfach wieder so autonom wie möglich leben können. Ja. Ne? Wenn man jetzt jahrelang in der Klinik lebt, ist man völlig hospitalisiert, völlig unselbstständig, bekommt viele Medikamente. Und das ist natürlich, wenn man ganz normal lebt wie du und ich, hat man ganz andere Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben auch teilzunehmen. Diese Reform war noch notwendig. Es hat in den 60er Jahren in Italien angefangen, gemeindeorientierte Bewegung war das. Und das hat sich in Deutschland erst in 80er Jahren so realisiert. Ja. Es ist ja klar, heute wissen wir es, wenn man Hunderte von Leuten in einer Klinik sammelt, da können sie lebenslang bleiben, da gibt es nicht diese Heilung. Also wenn man vergleicht mit gemeindeorientiert bzw. lebensortorientiert, die Menschen können man dort, wo sie leben, mit allem drum und dran, ganzheitlich, wenn man das Ganze, kann man erfolgreich auch werden. Und das zeigt auch unsere, also daher finde ich so, die Tagesstätten und so finde ich hervorragende Möglichkeit. Das ist zwischen Private und Klinik. Also ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die zu uns regelmäßig kommen, Angebote annehmen etc., sind nicht öfter in der Klinik als sonst. Welche Alternative hat ein psychisch kranker Mensch, wenn sie diese Alltagsstruktur nicht mehr haben? Isolieren sie sich, ziehen sich zurück, soziale Kontakte, die sie eh wenig anbricht, noch alles zusammen. Irgendwann entwickeln sich die Phobien, nicht mehr rausgehen, Agoraphobien, nicht mehr in die Menge gehen, nicht mehr einkaufen können. Daher finde ich, es ist unverzichtbar, solche in Vereinen, solche Institutionen zu haben. Also das heißt, wenn es gut läuft, kann jemand ein relativ normales Leben führen, hat seinen Job, seine Wohnung, seine Beziehung. Und wenn er merkt, jetzt kriege ich wieder Stress, da kriegt irgendwas heran, kommt er zu euch. Genau. Ja. Wir sehen also, auch Symptome im Vorfeld, weil wir die Leute auch kennen, Langzeit-Verhältnis zu denen aufgebaut haben, können wir Vorsyndrome erkennen und sprechen und dementsprechend auch begleiten. Wohin nun? Zum Doktor, zum Klinik etc. Ne? Also, sonst haben die Leute die Möglichkeit nicht. Das Ziel ist immer, dass wir irgendwann überflüssig werden, dass die Leute es alleine schaffen. Ja. Das ist aber nicht immer so schwer, weil unsere Gesellschaft sehr leistungsorientiert ist. Ne? Auch natürlich einen Job zu finden, wenn man eben jahrelang schon Medikamente nimmt und dadurch auch ein bisschen beeinträchtigt, verlangsamt ist, ist es leichter gesagt als getan. Aber das ist immer das Ziel und das passiert auch. Ja. Bei manchen Menschen ist es einfach nicht mehr möglich, weil sie schon zu lange erkrankt sind und Ängste aufgebaut haben. Und das ist halt individuell sehr unterschiedlich.
Aber das ist immer das Ziel und das wird auch immer mehr von der Gesetzgebung zum Glück betont, dass dieses Teilnehmen am gesellschaftlichen Leben ganz das oberste Ziel ist. Ja. Inklusion ist ja das Wort, ne? Genau. In jedem Bereich, finde ich auch korrekt. Integration, ja. Inklusion, das sind die Schlagwörter. Endlich. Ja. So, und dann habt ihr das alles schön aufgebaut. 2018 kam Astra, man konnte ein bisschen was tun und dann kam 2019 und die Pandemie. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Ja, haben wir gemerkt. Großes Nicken, ja. Ja, so, wie habt ihr es gemerkt? Also erstmal waren die Leute vorsichtig, ja, die sind... Also die Klienten waren vorsichtig? Ja, die Menschen, die unsere Unterstützung beanspruchen, waren vorsichtig natürlich. Wir waren auch vorsichtig, dann gab es ganz viele Regeln, wie dürfen wir die Leute sehen, dürfen wir sie sehen? Und also das hat so in den Beratungsstellen hat so ein bisschen einen Einbruch dann gegeben erstmal und ich glaube auch in den Kliniken sind weniger Leute auch in die Klinik gegangen, also haben sich zurückgezogen verständlicherweise, das haben wir alle auch gemacht, ne? Dann haben wir eben versucht Lösungen zu finden, 22 Leute in der Tagesstätte, die jetzt nicht riesig groß ist, das ging dann nicht mehr. Dann haben wir so einen Wochenwechsel gemacht. Ne? Genau, Schicht. Schicht, also... 11 eine Woche, 11 genau. Die andere, aber oder? Am Anfang haben wir erstmal alles dicht gelegt. Ja. Aber die Klientin müsste versorgt werden. Manche gab es, die könnte nicht da einkaufen, nicht kochen. Was machen wir damit? Essen auf Räder-Projekt haben wir entwickelt selbst. Wir haben die Klienten dann besucht, Essen geliefert. Wir waren immer noch so, und das Problem bei den Klienten war, diese Unsicherheit kommt bei mir anders an als bei einem Menschen, der psychisch belastet ist, die Unsicherheit. Und da haben wir gemerkt, okay, sehr viel Angst spielt da eine Rolle, wir müssen vorsichtig sein, aber auch nicht irgendwie uns geiseln lassen von unseren Angstgefühlen. Dennoch müssen wir irgendwie die Leute erreichen. Dann haben wir zum Beispiel, ich habe immer wieder angeboten, draußen im Park zu treffen. Auf 5 Meter Abstand kann man keine Therapie machen. Mit Maske geht es auch schlecht. Aber dennoch, diese Spaziergänge, Essen, die Fern, ein paar Worte austauschen etc., das war sehr, sehr sinnvoll in der Zeit. Mhm. Erst später haben wir gesehen, okay, jetzt können wir ein bisschen doch anders. Erst dann haben wir angefangen, wieder Schichtprojekt haben wir eingeführt. 10 Leute, nicht mehr. Das war auch gut. Also wir haben versucht, die Lücke zu füllen. Das war dann noch im Winter? Oder? Ja, es war ja Gott sei Dank schönes Wetter. Ne? Also die Kollegen waren dick eingepackt und sind immer raus mit den Leuten. Ja, zum Teil wie manche Klienten können auch nicht raus. Ne? Es gibt auch körperbehinderte Menschen, oder die eben auch... Viele unserer Klienten sind eben auch Risikopatienten, was Corona betrifft. Ne? Dann hat man wie Romeo und Julia, einer auf dem Balkon, unsere Kollegen standen dann unten und hat man so, also da gab es viele kreative Ideen, wie man dann in Kontakt bleiben konnte. Wie viel Zeit braucht man denn für ein Gespräch, Mann, für einen Kontakt? Ich meine, ihr habt wenig Personal, aber viele Klienten. Also das kommt jetzt auch immer wieder darauf an, welches Angebot im betreuten Wohnen, also die Leute besuchen in der Regel, sehen wir sie 1 bis 4 Stunden in der Woche. Ja. Und das in der Woche? In der Woche. Man kann ja natürlich nicht 4 Stunden vom Balkon zu Gehweg, das geht nicht. Ja. Da ist auch viel telefonisch geschehen. Ja, digital hat nicht gut funktioniert, weil unsere... Die Klienten auch oft Berührungsängste hatten und auch Kollegen, muss man jetzt auch fairerweise sagen, also das hat nicht so gut funktioniert. Das ist wirklich dann über Spaziergänge oder über Telefon gelaufen. Und das hat aber, da haben wir auch wirklich positive Rückmeldungen bekommen, dass das sehr, sehr wichtig war. Ja. Und dann unsere Tagesstätte hat weiter gekocht, obwohl dann niemand im Haus war. Und dann haben wir es halt ausgefahren. Ne? So sind wir erst verfahren und dann haben sich die Regelungen, das kennen wir ja alles, wieder geändert. Und dann haben wir eine Zeit lang einen Teil der Klienten vormittags gesehen, die anderen nachmittags, weil so eine ganze Woche allein war dann manchen auch nicht recht.
Ja, klar, das ist dann auch wirklich hart, wenn man sonst niemanden sieht. Ja. Ja. Das würde mich nochmal interessieren. Wie ist denn jetzt diese spezielle Pandemiesituation? Wie haben die Klienten darauf reagiert? Hat das zu einer stärkeren Belastung geführt? Oder? Ja, also ich habe jetzt auch nochmal so ein bisschen Stimmen eingesammelt für heute Abend. Also einige haben gesagt, für sie war das gar nicht so schlimm, weil sie leben immer zurückgezogen. Ja? Und sie haben sich jetzt eher so gefühlt wie die anderen. Und einer hat auch gesagt, endlich haben mich meine Freunde verstanden, weil wir haben alle auch Angst gehabt, was da jetzt passiert, ne? Und waren vorsichtig und haben uns zurückgezogen und da waren die plötzlich nicht mehr so die Außenseiter. Also so haben das manche beschrieben. Andere haben sich eben noch mehr zurückgezogen. Es ist ja auch klar, wenn man kein Auto hat, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, wenn man vielleicht selber noch ein hohes Risiko hat, für manche war es dann noch eine stärkere Isolation. Ja. Und die Menschen, die in der Tagesstätte sind, die waren wirklich besser dran, weil sie eigentlich jeden Tag kommen konnten und die Gemeinschaft dann noch, das hat die Gemeinschaft auch noch zusammengeschweißt. Also die haben auch wirklich alle mitgeholfen, dass der Laden funktioniert. Ja. Wir hatten dann auch noch Personalengpässe. Es war auch für unsere Klienten und für unsere Mitarbeiter wirklich, war das jetzt harte 2 Jahre, ja, oder jetzt auch schon 2,5. Und das hat uns auch alle zusammengeschweißt. Ja. Sind das in den Tagesstätten dann eher ältere oder auch jüngere Leute? Nee, wir haben ältere und jüngere ist jetzt, sag ich mal so, 30 plus nach oben. Wir haben auch 70 plus. Und ja, Frauen, Männer gemischt. Und Jugendliche, Kinder, wie geht ihr mit denen? Kinder haben wir nicht. Also wir unterstützen in unserem Projekt Perspektiven für Kinder, Familien, die in belastenden Situationen leben, aber die Jugendhilfe machen wir nicht. Also wir arbeiten hauptsächlich mit erwachsenen Menschen. Ja. Ist es so, dass ihr neue Klienten bekommen habt, weil die Pandemie oder die Isolation der Pandemie was ausgelöst hat? Nach einer Weile ja. Also erstmal nicht. Erstmal Stagnation. Ja, ja. Aber das kam dann mit der Zeit, ja. Es ist eine große Nachfrage. Also im Moment, jetzt bei euch. Ja. Ja, also im Moment Tagesstätten, wir hatten jetzt letzte Woche eine neue Klient. Diese Woche ist jetzt macht Probewoche. Ich bin mir sicher, auch er wird sich dafür entscheiden, bei uns zu bleiben. Und Warteschleife ist gar nicht so klein, also es gibt schon Nachfrage. Hat zugenommen. Was haben diese Menschen für Probleme? Verschiedene psychische. Entstanden jetzt durch die Pandemie, durch Isolation in der Pandemie oder andere Sachen? Hatten sie vorher, aber durch Pandemie wurde das Ganze nochmal so erschwert. Ein bisschen verstärker, ne? Durch diese Vereinsamung zum Beispiel spielt eine große Rolle. Angst. Also wie gesagt, Angst ist bei mir etwas anderes als bei einem Klient, der sich zurückziehen kann und nichts mehr tun möchte, sich einsperrt. Daher haben wir im Moment also sehr viel Nachfrage. Was macht ihr, wenn die Menschen kommen und ihr könnt ihnen eigentlich erstmal nicht helfen, weil ihr ja auch manpowermäßig nicht super toll ausgestattet sind? Wir können schon helfen. Wir sprechen mit den Klienten und gucken einfach auf die Lebenssituation, was ist jetzt gerade am belastendsten, ne? Und dann gucken wir, also oft ist es, wenn Klienten neu kommen, auch sind finanzielle Probleme im Vordergrund oder behördliche Dinge, die geregelt werden müssen, die für viele Menschen sehr belastend sind, ja. Und da gibt es auch Leute, die das so belastet, dass sie das gar nicht mehr, die Post gar nicht mehr aufmachen, ne? Dann guckt man das an, dann guckt man, wie ist die gesundheitliche Situation, ja. Sind sie ärztlich gut versorgt, das wird dann abgeklärt. Und natürlich sprechen wir viel über das
psychische Befinden und ja, gucken einfach, was ist in diesem Leben gerade am belastendsten und gehen das dann so nach und nach an. Ja. Und wie kommt jemand dann darauf, zu euch zu gehen? Ist das ein eigener Impuls oder sagt der Hausarzt ihm, geh da mal hin oder wie? Ja, das ist ein Weg, dass die Ärzte zu uns schicken oder dass auch, wenn die Leute aus der Klinik kommen, dann ist das, gehört es einfach zur Nachsorge der Klinik. Dass die Hohe Mark-Klinik. Hohe Mark, Vitos-Klinik, Köppern. Mhm. Ja. Köpern. Gibt es auch noch ein paar andere Kliniken. Wir arbeiten auch zusammen. Ja. Also, sie rufen uns und fragen danach, ob wir Platz hätten. Sie werden demnächst jemanden entlassen. Dann terminieren wir erstmal Gespräch. Da in einer Woche Probewoche und anschließend, wenn wir die Möglichkeit haben, können sie dann bei uns bleiben. Aber es alles läuft so über also Kliniken, Ämter. Internet, immer mehr. Auch Mundpropaganda. Ja. Auch Mundpropaganda. Ja. Angehörige. Also, jemand ist eigentlich in seinem Leben und jetzt plötzlich entstehen Probleme. Woran kann ich als Angehöriger denn merken, dass da jetzt wirklich mal ein ernstes Problem vorliegt, weil es ist ja schwierig, ne? Meiner Frau, meinem Kind, meinem Vater, meinem Onkel zu sagen, sag mal, vielleicht solltest du mal zum Psychologen gehen. Ja, dann das ist wirklich nicht so einfach. Wo ist die Grenze? Ne? Ja. Also jeder Mensch hat ja Höhen und Tiefen, Krisen. Ne? Und erstmal guckt man als Angehöriger ja auch. Das wird schon wieder gut werden. Ne? Ja. Und viele depressive Menschen hören auch in ihrem Umfeld, ja, jetzt komm mal, jetzt mach mal wieder, jetzt stell dich nicht so an. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm, ja. Und Angehörige merken dann aber, dass sich die Menschen immer mehr zurückziehen, ne? Oder dass sie vielleicht auch ja, wenn jetzt jemand eine Psychose hat, sich stark verändert, ne, Dinge erzählt, die anderen jetzt gar nicht mehr nachvollziehen können. Und das sind dann schon so Alarmsignale, wo dann auch Angehörige uns anrufen. Oder Job geht verloren, Ehe geht in die Brüche und es gibt so eine Häufung von Ereignissen, dann häufig fällt dann auch auf, dass ein Suchtverhalten da ist. Ne? Und dann gibt es schon ist häufig, dass Angehörige uns anrufen. Und dann geht es eben darum, wie kriegt man jetzt Kontakt zu der Person. Das ist bei uns immer auf freiwilliger Basis. Also wir gehen nicht gegen den Willen von jemandem zu ihm hin und versuchen ihn zu überzeugen. Ja. Das ist oft manchmal, wollen die Angehörigen, dass wir aktiv werden, aber der Betroffene selbst will es nicht. Da gibt's dann noch den sozialpsychiatrischen Dienst, der von Amts wegen dann auch mal schaut. Aber in der Regel klappt es ganz gut, dass wir sagen, probieren Sie es doch mal aus. Ja, probieren Sie es doch mal aus, ob wir Ihnen helfen können und dann wird es ausprobiert. Ja. Mustafa, also ich selber bin ja nicht unmittelbar in der Patenschaft tätig in unserem Verein, aber ich weiß natürlich, wir haben diese Themen auch vielleicht gerade in letzter Zeit häufiger, dass wir in Familien, dass da Menschen sind, wo man sagt, eigentlich müsste der jetzt mal dringend so ein Gespräch führen, weil der bewegt sich gerade auf einen Weg zu, der in die Katastrophe führt. Ja? Also wo dann die Konflikte in der Familie so groß werden, dass es dann irgendwann Begegnungsverbote gibt und so weiter. Und was können wir denn da machen, wenn man das so sieht? Und also auch unsere Menschen, die sich bei uns engagieren, die sehen, das wird besprochen und ist immer wieder die große Ratlosigkeit dann, wie geht es jetzt weiter? Weil wenn diese Person sagt, das kommt für mich nie in Frage, ja, du hast gerade selber gesagt, es gibt bestimmte, ich sag mal Milieus, ich würde auch nicht sagen Kulturen, die sagen, ja, psychische Krankheit gibt, also Schnickschnack, ja. Entweder habe ich einen gebrochenen Arm oder er ist ganz, aber Psyche habe ich gar nicht. Was kann man denn da machen? Ja, also. Also ich meine, dann rufen wir an, das ist schon klar, aber jetzt müsste man ja irgendwie an diese Person kommen. Wie kann man das denn
konkret machen. Weil wenn ich jetzt Mustafa erzählen würde, da gibt es den so und so, dann kann er den ja nicht anrufen und sagen, hier übrigens, der Michael hat mir erzählt. Das geht ja nicht. Nee, was machen Sie müssten ihn vielleicht begleiten, müssten mal mit ihm, also oder Ihre Kollegen. Der sieht ja gar nicht den Grund. Ja, also bei unseren Flüchtlingen haben wir es wirklich so ein bisschen, haben wir den Umweg genommen über behördliche Briefe, dass man einfach sagt, da hilft jetzt jemand oder Schlafstörungen. Also wir haben festgestellt, dass es nicht funktioniert, dass die Leute kommen direkt mit ihrem seelischen Druck, ja, mit ihren Traumafolgestörungen, sondern wirklich haben wir versucht, Umwege zu finden. Und das hat ganz gut funktioniert, ne? Ich hatte zum Beispiel an einen Klient gedacht eben, der kam, das war Anfang Astra so, wo wir neu begonnen haben, ich bin auch so unerfahren, vorsichtig, wurde von Ehrenamtlichen zu uns geschickt und der Mann kam und sagte, warum soll ich mit einem fremden Mann über meine familiären Probleme reden, was habt ihr, was wollt ihr von mir? Stand ich da. Hat ja recht. Rede ich über meine familiären Probleme auch nicht mit anderen Menschen, also was soll das? Aber mit der Zeit, durch zwei Gespräche, hatte ich eine Vertrauensbasis aufgebaut, also mit ihm zusammen. Haben wir gesprochen, was ist Gesundheit, was ist Krankheit, wie ist es in Deutschland, Mann-Frau-Beziehung etc., psychische Erkrankungen. Es waren so ganz normale Gespräche, die er gefragt hat. Ich habe dann geantwortet, ich habe gefragt, er hat geantwortet. Und ich bin so froh, dass er da geblieben, also bei uns geblieben ist und keine schlimmeren Ereignisse gefolgt haben, weil ich habe mit sehr schlimmeren Ereignissen gerechnet damals. Es könnte zu familiären Katastrophen führen. Es gab ein Missverständnis, also es gab zwischen Mann und Frau Probleme, haben wir auch. Und die Ehrenamtlichen zum Beispiel, die waren sehr schnell und die wollten gleich eine Scheidung auf den Weg legen. Scheidung? Ziemlich fremd. Was Scheidung? Und dann sollte der Mann ausziehen. Er sagte, wie ausziehen? Kinder bleiben bei Mann. Was geht hier ab? Ich wollte meine Familie retten. Er sieht hier völlig meine Familie. Was ist los? Ne? Er war auf dem Boden. Er wurde aus der Samenunterkunft raus, müsste er. Er wusste nicht mehr, wohin. Draußen übernachtet mehrere Tage, Nächte. Und mit der Zeit haben wir so ein gutes Verhältnis aufgebaut. Er arbeitet heute. Am 17. habe ich jetzt Termin beim Ausländeramt. Er wird wahrscheinlich Aufenthaltstitel bekommen. Sehr friedlich, hat super Kontakt zur Familie etc. Ich will jetzt nicht sagen, ich war der Retter, aber wenn er diese Möglichkeit nicht hätte, die wir angeboten hatten, könnte auch sehr schlimm enden. Also am Anfang hat man schon Fragen, Nichtverständnis, man will nicht verstehen, warum, weshalb sollte ich, was ist hier. Aber mit der Zeit, wenn Sie sehen, da hört jemand ernsthaft zu, er nimmt dich ernst, authentisch, alles klar, dann geht das. Also ich kann echt von mehreren Erfolgen da sprechen und das hat mich auch ziemlich motiviert. Auch so. Ich war sehr traurig, als wir gemerkt haben, Astra geht zu Ende. Ja, was passiert mit diesen Menschen dann, wenn es uns nicht mehr gibt? Also Astra war ein kurzfristiges Projekt? Oder? Astra war, ja. Hört sich jetzt so an, als liefe das aus oder sei es ausgelaufen? Es war ausgelaufen, weil einfach diese Projektförderung ist immer nur von einem bestimmten Zeitraum. Und der war eben ausgereizt, 3,5 Jahre, dann war Schluss und dann haben wir eben versucht, über Land, Kreis und was man eben alles versucht, verschiedene Förderer weiterzumachen. Aber das hat nicht funktioniert. Und jetzt haben wir nach einem Vierteljahr Pause eigentlich nur, ne, haben wir eine neue Stiftung gefunden, die Destag-Stiftung, die jetzt nochmal für 2 Jahre mit einer halben Stelle uns das ermöglicht hat, weiterzumachen. Und da freuen wir uns sehr. Ja. Okay, aber das ist dann nur noch eine halbe Stelle und wahrscheinlich nur noch eine Person? Oder nee, zwei. Sind zwei Personen. Zwei, drei, aber so. Ja. Genau. Aber wenn es trotzdem nur eine halbe Stelle ist, haben sie. Und haben die Kollegen viel zu tun. Und nach 2 Jahren. Müssen wir wieder schauen. Also, da müsst ihr eigentlich jetzt schon schauen, was in 2 Jahren richtig, dann sein wird. Richtig, man muss bald schon wieder schauen. Richtig. Und wir denken, dass der Bedarf nach wie vor in 2 Jahren auch hoch sein wird. Ja. Also ich habe mir überlegt,
Es gibt so Fälle, wo man das Gefühl hat, so jetzt sind Sie gerade, Sie haben Ihren Titel, Sie haben Ihren Job, Sie haben eine Wohnung, Sie sind ausgezogen und dann, in der Regel der Mann, kollabiert er. Ja, das ist, oh ja. Das haben Sie sehr genau beschrieben. Wenn das Außenrum sicherer wird, erst dann kann das Trauma, ja das wird unterdrückt. Weil er muss ja funktionieren. Er muss irgendwie überleben, er muss das Wichtigste sichern. Und wenn das dann passt, dann geht oft eben der Deckel hoch. Ja, das ist so. Ja. Und dann kann man auch damit gut arbeiten. Ja. Kann man damit gut arbeiten? Also wir haben festgestellt, dass das ist jetzt vielleicht auch der Unterschied zu Menschen, die ihr Trauma sehr früh in jungen Jahren erlebt haben. Menschen, die eben schon erwachsen oder fast erwachsen waren, als sie jetzt geflüchtet sind. Ich meine, Afghanen haben eigentlich ihr ganzes Leben, junge Männer und junge Menschen, nur im Krieg gelebt. Da ist es auch wieder anders. Ne? Aber viele haben unglaubliche Bewältigungsstrategien. Ja? Also die kommen völlig, ne? Das Leben ist völlig am Boden, also sie haben auch falsche Vorstellungen manchmal gehabt, was hier in Deutschland möglich ist, und dann kommen sie hier an, Ehen zerbrechen oder sind natürlich auch belastet, ja, und dann denkt man, oje, oje, das, wie du es auch vorher beschrieben hast, ob das gut geht, ja, und oft, ne, stellt man dann fest, ja, die packen es. Viele packen es unheimlich gut, dann wieder Fuß zu fassen. Nicht alle, und es ist auch ganz schwierig, wenn man immer mit dem Damoklesschwert leben muss, dass man vielleicht wieder abgeschoben wird. Ne? Das ist ein ganz großes Problem. Dann kann man auch mit Traumaberatung nicht viel erreichen. Wenn, das ist ja objektiv so. Ja. Trauma hat ja mit Unsicherheit zu tun, Kontrollverlust. Und das hast du ja nicht. Also man hat Kriegserlebnis, Gewalt etc. und der ganze Weg, zum Beispiel ein Junge, er war 16, ist aus Afghanistan gewandert nach Iran und dann in die Türkei und über die Türkei, dann mehrere Monate in der Türkei und dann später Griechenland, Balkan und zu uns gekommen. Es hat insgesamt so 3,5 Monate gedauert. Und das war für ihn ununterbrochene Reise. Also er musste nicht irgendwie jetzt mal mehrere Monate verweilen, warten, bis er die richtige Verknüpfung gefunden hat, bis er hier kommt. 3,5 Monate. Nicht ohne Flugzeug, ohne Fahrticket. Ne? Also, und ich schaue immer und ich habe das gelernt, das sind sehr starke Menschen, Persönlichkeiten. Ob ich das geschafft hätte, weiß ich nicht. Die haben das geschafft und ich versuche auf diese Stärke. Mhm. Und diese Ressourcen, die haben Ressourcen. Und die kann man aktivieren, auf die kann man aufbauen. Und das habe ich gelernt von denen. Und damit kann man helfen. Mhm. Ja, es geht. Also man muss sich ja nur vorstellen, welchen Mut es erfordert, aus seiner Heimat sich ins Ungewisse zu bewegen. Ja. Jugendliche 16, 17 entwurzelt. Mhm. Und hier muss er sich wieder einwurzeln. Und dann begegnet einem hier ja auch nicht nur Gutes. Ja, es gibt ja auch, das haben wir auch gehabt, einen jungen Mann, der dann eben bedroht wurde oder auch angegriffen, ne, und dann letztendlich im Gefängnis gelandet ist, weil das seine Angst natürlich nochmal potenziert hat und er dann in Angriff gegangen ist. Ne. Also solche Geschichten gibt es natürlich auch. Und ja, dann lernt sich zu wehren. Ja. Ist das Riesenproblem. Aber wir wollten ja auch so ein bisschen über die Einflüsse von der Pandemie sprechen. Mhm. Wie habt ihr euren Klienten klar gemacht, oder habt ihr das überhaupt gemacht, dass sie sich impfen lassen sollten, nachdem es endlich dann den Impfstoff gab? Wie hat euch das selbst geholfen, dass es Impfstoff gab? Konntet ihr dann anders arbeiten? Seid ihr alle geimpft? Wie lief das bei euch? Es war sehr wichtig, denke ich mal. Also jemand, der selber nicht geimpft und davon nicht überzeugt ist, wäre, glaube ich, mit den Klienten falsch an dem Ort, finde ich.
jemand davon nicht überzeugt ist. Und da zum Beispiel, ich konnte jeden erreichen, also vielen erreichen, obwohl da sogar so religiöse Hintergründe gab bei manchen Klienten, konnte ich mich mit denen auseinandersetzen, sachlich. Und die Klienten, die zu uns kommen, es gibt keine Ausnahme, sind alle geimpft, also Geflüchtete. Ich habe nochmal die Zahlen so gelesen, ob das im Hochtaunuskreis besonders hoch ist. Ne? Mhm. Nein, insgesamt auch in Deutschland ist die Impfquote bei den Geflüchteten nicht weniger, sogar höher als bei Bevölkerung, allgemein Bevölkerung ist, habe ich gelesen. Es gibt Vorbehalte, es gibt Probleme, Fragen, aber Mehrheit tickt anders. Also gab kein Problem in dem Sinne. Wobei es natürlich auch sprachlich schwierig ist, ne, das alles zu verstehen und die Regeln und das ist schon auch eine Herausforderung. Ja, aber prozentuell betrachtet ist es mehr als jetzt mal allgemein Bevölkerung. Gut, die Sprache ist immer eine Herausforderung. Ja. Aber also ich meine, ich habe das inzwischen diese Zahlen auch gelesen. Ja. Und trotzdem, also ich habe ja selber eine Zeit lang geglaubt, ja, diese Impfknoten, die Deutschen lassen sich alle impfen und dann gibt es halt so viele Migranten, die kennen diese moderne Welt noch nicht. Was ist ein so ein Blödsinn, was wir da immer für einen Unsinn denken, was da in dem Kopf rumgeistert. Also wirklich peinlich. Muss ich jetzt mal zugeben. Ja. Ich denke, wir haben alle am Anfang Angst gehabt und haben sie. Also jeder muss mit seiner Angst umgehen. Ne? Aber ich habe immer, also ich kann für mich sagen, ich habe vor diesem Virus immer mehr Respekt gehabt als vor allem anderen. Mhm. Ja. Oder? Und das völlig zu Recht. Ja. Ich habe immer noch verflucht viel Respekt. Ja, natürlich. Ja. Also ich bin jetzt an Weihnachten erkrankt an Corona. Trotzdem? Trotz Booster und allem. Und ja, also das war alles milder Verlauf, aber trotzdem habe ich immer noch Probleme mit Konzentration und Erschöpfung und so weiter. Ne? Es ist schon, also man muss schon Respekt haben, finde ich, einfach vor der Erkrankung. Ja. 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 Aber mit Impfung ist ja nicht allein getan. Die Leute lebten zum Beispiel in Sammelunterkünften. Es war ja kein Zufall, dass in Frankfurt in einem Unterkunft 70 Infizierte gab auf einmal. Ne? Dann wurden Ämter und wir alle alarmiert. Was geht hier ab? Was ist los? 70 in einer Sammelunterkunft. Die Auflagen könnten in manchen, in vielen Unterkünften gar nicht umgesetzt werden mit so und so viel Abstand etc. Eine Klient war von mir also kronerkrankt und sagte, okay, ich darf mein Zimmer nicht verlassen, ich muss aber nur zum WC, dürfte er. WC, der von 12 anderen gleichzeitig benutzt wurde. Das war wie Gefangenschaft, sagte er. Das war, ja, aber das war wie im Gefängnis, sagte er. Es gab keinen Unterschied. Ja. Auch draußen stand eine Wächter, wir durften nicht raus. Diese wenige Kommunikation mit anderen war auch zusammengebrochen. Dann gab es keine Integrationskurse. Dann hat das Ministerium angeboten, auszubauen, digitaler Unterricht etc. soll ja stattfinden. Aber es findet nicht statt, wenn man keine Internetverbindung hat. Viele Unterkünfte waren überfordert. Oder wenn man an Kinder denkt, ne? Online-Schulunterricht. Ja, mein Gott, man muss erstmal mit diesem Technik umgehen können. Die Eltern sind nicht nur sprachlich, sondern auch technisch waren überlastet. Es gab keinen Raum, wo die Kinder lernen konnten. Sie lebten in einem Raum, gemeinsam mit anderen. Daher war also Corona, klar, für uns alle hat Corona ziemlich hart getroffen, aber die waren viel härter getroffen. Ja. Viel härter. Also eine Klientin hat auch zu mir gesagt, für sie ist es wie ein Weltkrieg. Es gibt viele Tote. Und sie kann nicht flüchten. Ja, also die kommt aus dem Iran und ja, also es hat halt wahnsinnig viele Ängste ausgelöst. Ja. Also sie kann nicht in ein anderes Land flüchten, was sie ja schon mal gemacht hat, weil da gibt es ja auch Corona. Ja. Auch die Folgeprobleme. Die Geflüchteten arbeiten ja meistens in Bereichen, wo man keine Homeoffice machen kann. Ja. Das ist so Reinigung, das ist Gastronomie, dies und jenes. Also Homeoffice war keine Alternative. Viele haben ihre Arbeit verloren. Am Anfang habe ich nicht viel mitgekriegt, aber später, wo sie kein Einkommen mehr hatten, mehrere wussten auch nicht, wohin. Wo können sie Arbeitslosengeld beantragen? Wo müssen sie wegen der Wohnung hingehen?
Eine war zum Beispiel mehrere Wochen obdachlos und arbeitslos, bis ich eine Adresse finden könnte, wo Agentur für Arbeit Postalisches dahin schicken dürfte, damit eine Verbindung gab, damit er seine Arbeitslosengeld beantragen konnte. Er hat aber seine Wohnung inzwischen verloren gehabt, war draußen. Er sollte ein Obdachloser sein. Er hatte Angst mit anderen, die trinken etc. Er hatte Angst, er konnte gar nicht dort schlafen. Also Corona hin und her hat uns alle klar getroffen, aber wenn ich so diese Probleme sehe, denke ich, Alter, das ist viel schlimmer. Diese Probleme, da sind wir jetzt aber nicht mehr nur bei psychischen Problemen, weil also das könnte ich jetzt auch jede Menge Storys erzählen aus unserer Arbeit. Von, ja. Auch vor allen Dingen, also weil Behörden nicht erreichbar waren. Ja. Also es gibt ja, im Hochtaunuskreis eine berühmte Behörde, die Ausländerbehörde, die hatten, da war der Briefkasten zugeklebt, damit man nichts mehr reinschmeißen kann. Und ja gut, also das sind jetzt die Geschichten. Ja, das war ein Pandemie. Aber das Wichtige ist, dass Sie die psychischen Probleme haben. Ihr erreicht die, dass ihr wirklich im Alltag denen helft. Mhm. Ja, und suchtkranke Menschen, auch körperbehinderte Menschen. Wir haben in der Tagesstätte einen stark sehbehinderten Menschen, der auch gesagt hat, die Masken nehmen für ihn eine ganz wichtige, also der Geruchssinn ist für ihn eben wichtig, ne? Und durch die Maske ist es dann auch noch eingeschränkt. Also der merkt das total. Ja? Das können wir wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen, was der alles über den Geruch wahrnimmt. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, aber wenn du das jetzt so sagst, dann... Ja. Klar. Mich würde noch interessieren, was macht das eigentlich mit euch? Ich meine, ihr seid täglich konfrontiert mit wirklich schwierigen Problemen. Und da muss man doch selber ein sehr heiteres Gemüt sein, oder wie geht das? Erstens, wenn man ein gutes Team hat, gute Kollegen, also die drumherum, das ist sehr, sehr wichtig. Man kann in diesem Beruf allein nicht lange existieren, wird man selber zusammenbrechen, davon bin ich überzeugt. Also die Fehler, die ich gerade gehabt habe, ich könnte wirklich zusammenbrechen, wenn ich diese Rückenstärkung nicht hatte. Kollegen, sehr wichtig. Und zweitens, wir kriegen auch regelmäßig Supervision. Wenn es sehr schwierig ist, können wir auch akut beantragen und sagen, ich brauche Supervision, ich habe Probleme. Das alles geht. Also Verein ist da mit allen Infrastrukturen und Unterstützung. Das ist sehr wichtig, finde ich. Ohne diese Unterstützung, ohne das zu fühlen, wäre es sehr, sehr schwer, in diesem Bereich zu arbeiten. Zweitens, 8 Stunden würde ich niemandem empfehlen, finde ich gut. Nicht mehr als 4 Stunden zu arbeiten in diesem Bereich. Man muss sich... arbeitest also, du nicht selber 8 Stunden am Tag? Du arbeitest 4 Stunden hier und 4 Stunden da. Genau, und anders, dann geht es. Anders geht ja mein Leben nicht. Aber wir haben während der therapeutischen Ausbildung wurde uns gesagt, wir sind sozusagen Mülleimer. Die Klienten kotzen da rein. Und wir müssen uns wieder säubern. Da gibt es gewisse Techniken. Wir haben das auch verinnerlicht gelernt. Also es geht. Irgendwann wird man professional. Aber man muss gleichzeitig einfach Empathie haben, ne, eigentlich. Auf jeden Fall. Und sich abgrenzen können. Ja, ich finde es schon immer eine Herausforderung. Das ist die Gratwanderung. Und es ist ja auch nicht so, dass das eigene Privatleben immer nur ein ruhiger Fluss ist. Ne? Wenn, also das merkt man eben schon bei sich oder wenn Kollegen dann privat auch noch Probleme haben, dann wird es wirklich sehr, sehr anstrengend. Ne? Das kommt schon vor, ja. Es ist ja auch bekannt, dass Ärzte, Pädagogen und so weiter höchste Burnout-Quote haben, ja. Und Suchtmittelmissbrauch. Ja, ja. Ich habe früher 4 Jahre am Fließband gearbeitet. Ja. Ich kann mich erinnern, sobald ich meine Arbeitsklamotten ausgezogen habe, war keine Spur mehr davon von mir. Ich bin raus, freier Mensch, Mustafa. Da war ich anders. Hier kann man die Klamotten nicht ausziehen. Ja. Hier nehmen Sie mit. Aber es ist halt auch sehr erfüllend, mit Menschen zu arbeiten. Ja, also das ist nie langweilig und es sind immer interessante Begegnungen. Und ich finde auch, dass psychisch kranke Menschen sehr tiefgründige Menschen sind. Und das mag ich auch. Ja. Also sonst hätte ich es jetzt auch nicht 26 Jahre schon gemacht. Ja.
Aber manchmal träume ich auch davon, im Bäckerladen zu stehen und Brötchen zu verkaufen. Da hast du auch mit Menschen zu tun. Ja, ja. Da kannst du ganz viel mit denen reden, da kannst du auch Sozialarbeit leisten. aber genau. Und das machen auch viele. Ja. Habt ihr Kinder? Ich ja. Ich auch, ja. Und was sagen die so? Zur Pandemie? Nee, zu dem, zu dem Job. Zu dem Job. Also ich glaube, meine Kinder sind auf der einen Seite auch stehen dahinter, dass die Mutter das macht. Ich glaube, einer hat auch überlegt, ob er in die Richtung studiert, aber er hat dann gesagt, das meine ich, das wird ja so schlecht bezahlt und du musst so viel Verantwortung übernehmen. Das habe ich wahrscheinlich auch daheim öfter mal erzählt. Also er hat sich jetzt anders entschieden. Aber irgendwie finden sie es auch toll, oder wenn man mal erzählt, ja, es ist, ja, kann man auch anderes erzählen, als wenn man jetzt IT-Programme entwickelt. Ja. Das will auch keiner verstehen, was IT-Probleme sind. Haben wir gerade auch festgestellt. Ja. Was sagen deine Kinder? Ich habe ein Kind, 14 Jahre alt. Sie weiß, dass ich in einem, wo ich arbeite, weiß sie, aber viel weiß sie darüber nicht. Sie weiß, Papa hilft irgendwie Menschen. So. Okay. Kann sich ja noch entwickeln. Ja, ja. Ja, vielleicht will sie muss sie auch nicht wissen. Ja, also wenn sie sich interessiert, kann sie mich fragen. Dann erzähle ich ihr. Super interessanter Beruf. Ja. Wo man eigentlich nur einen Hut ziehen kann. Also ich ziehe vor jedem Hut, der gerade jetzt auch in Corona-Zeiten solche Arbeiten leistet. Das ist wirklich, also das ist schon wirklich für unsere Mitarbeiter eine harte, harte Zeit. Also das muss man schon wirklich sagen. Da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Ja, absolut. Und noch mehr Menschen in der Pflege, in Krankenhäusern, das ist ja, die sind an vorderster Front, kann man wirklich nur den Hut ziehen. Es gibt ganz viele, die da so an vorderster Front stehen. Das ist unglaublich. Man kriegt es ja im Alltag immer mehr mit, wer da alles macht. Also die Lehre in den Kindergärten. Überall ist einfach faszinierend, was ihr macht. Ja, aber warum machen wir Windrose. Das? Weil es ist ja auch ein Mittel in der Pandemie sozusagen zu überleben. Also das weiß ich einfach von einigen Menschen, auch in unserem Verein. Man hat das Gefühl, man kann was tun, indem man jemand anderem hilft, damit klarzukommen, kommt man besser, selber damit auch besser klar. Und sitzt eben nicht nur zu Hause und sorgt sich um jemanden. Und ja, das hat auch natürlich ständig Erfolgserlebnisse. Dann macht man eben hier nochmal Schülerhilfe und da wird eine Klassenarbeit besser geschrieben und per Telefon. Das haben wir ja alles auch gemacht. Und dann sind die Kinder auch stolz auf die Mama. Ja. So, das war ein schönes Schlusswort. Ob die jetzt so stolz sind, das weiß ich nicht. Die würden jetzt vielleicht sich wehren. Jetzt wissen wir ja nicht, ob diese Aufzeichnung rechtzeitig kommt, aber sollen wir nochmal zur Kundgebung aufrufen? Samstag 15 Uhr, Rathausplatz, Kundgebung, Solidarität im Kampf gegen Corona. Ansonsten alles andere, was wir hier gesagt haben, gilt auch noch im April und im Mai. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Nur, dass bis dahin hoffentlich Corona nicht mehr so ein tolles Thema ist, aber warten wir ab. Aber bis dahin beherrschen wir auch die Technik wieder. Diesmal hat das Internet uns beherrscht, wir waren es nicht. 28. Februar haben wir hoffentlich das nächste Studio, Aschel. Wir wissen noch nicht, welches euch, Thema. Euch vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank, dass wir eingeladen wurden. War hochinteressant. Ja. Und dann draußen an den Bildschirmen. Ja, schönen Abend sage ich jetzt nicht. Die sehen es wahrscheinlich erst morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.